Passt das so? Passt gut, danke. Mikro! Bitte los! Buonasera. Mein Name ist Tedaldo Visconti, besser bekannt als Papst Gregor X. Ich wurde vor rund 750 Jahren in Viterbo beim ersten Konklave der Geschichte zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. War der Kompromisskandidat, nachdem sich die Kardinäle 3 Jahre lang nicht auf einen Kandidaten aus ihren Reihen einigen konnten. Als mich der Ruf ereilte, war ich gerade auf Kreuzzug. Seit Papst Gregor X. ist das Konklave als letztgültige Form der Papstwahl festgeschrieben. In einem Kunstgriff erklären wir diesen Papst nun zum Zeitreisenden in Sachen Konklave, beziehungsweise zum Zeitzeugen über die Jahrhunderte hinweg bis in unsere Zeit. Nehmen wir an, diese alten Mauern hier könnten sprechen. Könnten uns erzählen, was damals in Viterbo passiert ist. Damals und in den Jahrhunderten danach. In der langen, wechselvollen Geschichte des Konklave. Extra omnes. Hier wird der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden gewählt. Also ein ungeheurer Anspruch. Also Gott selber wählt eigentlich. Der Heilige Geist wählt. Das ist die Inszenierung. Auch wenn selbstverständlich Kardinäle wählen. Und wir, die wir draußen stehen auf dem Petersplatz, wir wären wahnsinnig gern dabei, wenn sie die Tore geschlossen haben. Alles ist bekannt? Und alles ist geheim. Und das macht das große Faszinosum einer Papstwahl aus, denke ich. Es ist spannend, weil es hinter verschlossenen Türen abläuft. Und es ist einer der ganz wenigen Vorgänge auf der Welt heute, im 3. Jahrtausend, wo keine Kamera dabei ist, wo keine Tonaufnahmen veröffentlicht werden dürfen und wo ein komplett abgeschlossener, kommunikativer Zirkel da drinnen ist und ein Papst wählt. Und dieses Setting macht es der Heilige Geist, das ist die Grundthese, besonders gut wirken kann, weil eigentlich alles vorgegeben ist, sodass der Geist nur noch einzufliegen und zu wirken braucht. Immerhin. Der Heilige Geist hat einen Ofen als Twitter-Kanal. Das Konklave wirkt wie ein göttliches Mysterienspiel, das seit Beginn der Kirchengeschichte unverändert ist. Doch der Schein trügt. Wir haben es mit einem gewaltigen Wandel zu tun, der seit 2000 Jahren andauert. Viterbo, 80 Kilometer nördlich von Rom. Hier, so erzählt die Kommune stolz, ist das Konklave als Modus der Papstwahl erfunden worden. Die Altstadt von Viterbo mit dem Palazzo dei Papi, dem Papstpalast, erinnert bis heute an die Zeit, als Viterbo das Machtzentrum der Christenheit war. Im Mittelalter flüchten die Päpste vor allem im Sommer gerne aus dem malariaverseuchten Rom in kühlere Orte wie Viterbo. Papst Clemens IV. Hatte aber noch einen Grund, Rom zu meiden. In der Stadt tobten wie so oft Kämpfe zwischen den großen Adelsfamilien. Ganze 24 Jahre muss der Sitz des Papstes im 13. Jahrhundert deswegen sicherheitshalber nach Viterbo verlegt werden. Und so stirbt Papst Clemens IV. Ende November 1268 in Viterbo, ohne jemals in Rom, der Hauptstadt der Christenheit, residiert zu haben. Mit dem Tod des Pontifex beginnt die papstlose Zeit, die sogenannte Sedis Vacans.
Das Symbol dafür, der persönliche Siegelstempel des Papstes, wird rituell zerbrochen. Erst wenn ein neuer Papst gewählt ist, wird es auch ein neues Siegel geben. In diesem Sinne eröffnete damals in Viterbo Kardinal Odo von Châteauroux das Konklave mit den Worten: Nunc est eligendum. Auf Deutsch: Nun heißt es wählen. Also so sieht sie heute aus, diese Aula des Konklaves. Genau dieser Raum nimmt für sich in Anspruch, der Ort zu sein, an dem das Konklave erfunden worden ist. Conclave cum clavis heißt mit dem Schlüssel zugeschlossen. 19 Kardinäle kommen Anfang Dezember 1268 in Viterbo zusammen, um einen Papst zu wählen. Sie sind natürlich die elitären Papstwähler. Wir machen den Papst. Wir sind die Eminenzen. Wenn wir nicht, dann gibt's keinen. Gleichzeitig ist diese Gruppe aber nicht homogen, sondern die sind gespalten. Und dieser Raum, der spielt am Anfang gar keine Rolle. Am Anfang gehen die jeden Tag brav in die Kirche, wie man es von anständigen katholischen Menschen erwartet. Sie wählen natürlich in der Kathedrale, nur da funktioniert es nicht. Und deshalb wird sozusagen aus diesen selbstbewussten Papstwählern unter dem Druck von außen eingeschlossen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt von Viterbo. Sedete! Kardinaldekan Odo von Châteauroux wird die Wahl leiten. Mindestens 2/3 der Stimmen müssen auf einen Kandidaten entfallen, damit die Wahl gültig ist. Scheinbar einfache Regeln. Und doch nur das vorläufige Endergebnis einer langen Entwicklung. Denn schon im späten 13. Jahrhundert ist die Papstwahl denkbar weit von ihrem Ursprung entfernt. Eine Reise zu den Quellen des Jordanflusses ist eine Reise zu den Anfängen des Christentums und damit nach katholischem Verständnis des Papsttums selbst. Diese Anfänge liegen nicht etwa in Rom, sondern am Fuße der Golanhöhen. Diese Grotte, aus der einer der Quellflüsse des Jordan entspringt, galt den Einheimischen als Tor zur Unterwelt. Hier in der historischen Stadt Caesarea Philippi schart Jesus von Nazareth um das Jahr 33 seine Jünger um sich und fragt sie: Für wen haltet ihr mich? Und dann sagt sehr bezeichnend Petrus und nicht irgendein anderer der Apostel: Du bist Jesus, der Christus und der Sohn Gottes. Und daraufhin wird er belohnt mit der Beauftragung des Petrusamtes. Also Caesarea Philippi trägt eine besondere Bedeutung, wo Jesus sich an Petrus wendet, wo er ihn beruft, wo er ihn in die Mitte stellt und ihm dann das Felswort sagt: Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und damit ist mit Petrus ein Amt geschaffen, das eigentlich mit ihm nicht enden kann, sondern das nach einem Nachfolger schreit, dem eine gewisse Leitungsfunktion zukommt. Doch schon diese erste Papstwahl wirft Fragen auf. Denn wenn Jesus seinen Nachfolger selbst bestimmt hat, hätte das nicht auch danach so sein sollen, gleichsam in einem Fluss bis heute? Das Ganze kann schon deshalb nicht stimmen, weil wahrscheinlich Petrus gar nicht der erste Bischof von Rom war. Und das Zweite ist, dass es überhaupt nicht einen Bischof zur Leitung der römischen Gemeinde gibt, weil wir in den ersten 1,5 Jahrhunderten das Prinzip des Monepiskopats, also ein Bischof, eine Diözese, gar nicht haben, sondern wir haben so Teams, kleine Gruppen, die die Diözesen leiten. Also auch Rom, wahrscheinlich so eine Gruppe von 4, 5. Und trotzdem leitet jeder Papst bis heute seine Legitimation über Petrus direkt von Jesus ab. Nur diese ununterbrochene Sukzession garantiert die päpstliche Vollmacht. Hier ist das besonders schön zu sehen. Fast 7 Meter lang
ist der sogenannte Papst Kaiser Rotulus. Über einen Zeitraum von 1400 Jahren ist ein Papst nach dem anderen aneinandergereiht. Und natürlich beginnt die Reihe bei Jesus und Petrus. Aber der Gedanke der direkten Nachfolgelinie der Päpste ist ein Wunschdenken der römischen Kirche. Rom, im ersten Jahrhundert das Zentrum der Welt. Hier wird um das Jahr 67 im Zirkus des Nero der Anführer einer angeblich aufwieglerischen Sekte ans Kreuz genagelt. Kopf über. Das Motiv geht in die Kunstgeschichte ein, denn aus Sicht der Katholiken starb dabei Simon Petrus den Märtyrertod und damit der erste Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Wie kein anderes Bauwerk steht der Petersdom für das Papsttum, denn der Überlieferung nach wurde er genau über dem Grab des Apostels Petrus errichtet. Wenn wir fragen, wann beginnt eigentlich das Papsttum als Papsttum, so dass der Bischof von Rom für sich beansprucht, Nachfolger des Petrus zu sein, werden wir bis ins zweite oder dritte Jahrhundert warten müssen, bis sich ein Bewusstsein kräftigt und formiert, erst in der Kirche von Rom selbst, aber dann auch darüber hinaus, dass Petrus in Rom, und zwar im Bischof von Rom, weiterlebt. Der Konstantinsbogen in Rom. Erinnerung an einen der größten Umbrüche in der Geschichte des Christentums. Im Jahr 312 wird der mächtigste Herrscher der Welt selbst zum Christen. Mit Kaiser Konstantin beginnt eine neue Epoche der Kirchengeschichte. Deshalb spricht man auch von der konstantinischen Wende. Vorher ist das Christentum verfolgt, eine Religion im Untergrund unter dem Druck der römischen Staatsreligion und der Kaiser. Und jetzt wird der Kaiser selber Christ. Und das führt jetzt dazu, dass Konstantin natürlich auch einen Einfluss nimmt auf die Kirche. Weil er sagt, wenn das Christentum die Religion sein soll, dann heißt es eine Religion, ein Glaube und ein Kaiser. Konstantin lässt die monumentale Lateranbasilika errichten. Die legendäre konstantinische Schenkung. In der konstantinischen Schenkung steht, Konstantin ist am Aussatz erkrankt. Er will 100 Kinder töten, um in diesem Blut zu baden, um von dem Aussatz rein zu werden. Dann hat er eine Vision in der Nacht. Und er geht zum Papst und der Papst sagt ihm, ich kann dir helfen. Du brauchst keine Kinder töten, sondern ich werde dich taufen. Und in dem Moment, wo er ihn tauft, ist er den Aussatz los. Und dann schenkt der Konstantin dem Papst den Lateranpalast und das westliche Imperium Romanum. Also Konstantin sagt, ich gehe in den Osten nach Konstantinopel. Und im Westen, der westlichen Hälfte des Reiches, bleibst du als Papst. Und du bist dort nicht nur der Geistliche, sondern auch der weltliche Chef. Das ist natürlich eine Fälschung des 7. Jahrhunderts. Die aber die Begründung dafür ist, warum die Päpste diesen hohen weltlichen Machtanspruch haben. Und vor allem, warum die dort gebaute Lateranbasilika, die eigentliche Papstkirche, ist bis heute. Und die Petruskirche ist nur ein etwas zu groß geratener Grabstein für Petrus. Kaiser und Könige aller Epochen wollen bei der Papstwahl mitreden. Der Kampf der römischen Kirche gegen weltliche Einflüsse wird zum wahren Motor in der Entwicklung der Papstwahlen. Auch im Jahr 1268 in Viterbo droht die Wahl des neuen Papstes zum Tauziehen zweier großer Mächte zu werden. Auf der einen Seite das Heilige Römische Reich, seit dem Tod des Staufers Friedrich II. Ohne Kaiser. Auf der anderen Seite Frankreich. Es geht um die Vorherrschaft in Europa. Und dazu braucht man den Papst. Ein bisschen mehr. Ja. Ist okay? Danke. Theoretisch besteht damals noch die Möglichkeit einer sogenannten Inspirationswahl. Die spontane, durch den Heiligen Geist bewirkte Einigung auf einen Kandidaten per Akklamation. Doch dazu kommt es in Viterbo 1268 nicht. Von Einigkeit ist man weit entfernt.
Eminenzen, ich bitte um Vorschläge. Ich sage, der ehrwürdige Gian Gaetano Orsini soll Papst sein. Gut. Wenn er nur halb so fromm ist wie habgierig, dann wird er den Petrusdienst trefflich leisten. Stellt ihr meine Ehre in Frage, Kardinal Anibaldi? Innerhalb des Kardinalskollegiums gibt es natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Interessenlagen. Es ging um die Anibaldi und die Orsini, die sich bekriegt haben. Ein toskanischer Kardinal kam noch mit dazu und hat im Grunde als Parteigänger dort auch noch mitgewirkt. Genauso ein Savelli, auch eine stadtrömische Familie, die auch im Umfeld der Stadt Rom begütert ist. Und dementsprechend kommt so ein Gemisch zustande, bei dem man aber doch feststellen kann, dass die großen Bruchlinien offensichtlich eben zwischen diesen Gruppen, also innerhalb Roms, wenn man so will, und innerhalb des römischen Umfelds verliefen. Es war ein regelrechtes Hauen und Stechen, das sich damals abgespielt hat. Jedoch nicht zum ersten Mal. Am schlimmsten war es im sogenannten dunklen Jahrhundert zwischen 882 und 1046. Damals gab es nicht weniger als 45 Päpste, die im Schnitt gerade einmal 3,5 Jahre amtierten. 15 von ihnen wurden in Tumulten abgesetzt, 14 wurden ermordet oder starben im Kerker, 7 wurden aus Rom verbannt. Für reinsten Mafia-Methoden. Streit und Schismen, also Kirchenspaltungen, stürzen die gesamte Kirche in eine tiefe Krise. Diejenigen, die die politische Macht in der Stadt und im Gebiet um Rom herum haben, die möchten eigentlich auch einen der ihren auf dem Stuhl des Bischofs von Rom sitzen haben, um die damit verbundenen Einkünfte und politischen Einflüsse nutzen zu können. Und deshalb kommt es relativ häufig vor, dass eben nach Mafia-Methoden eben diese Familien, also mit wirklich harten Bandagen, um den Papstthron kämpfen. Doch Mitte des 11. Jahrhunderts formieren sich Kräfte, die das Ruder herumreißen wollen. Die Stadt Siena in der Toskana. Hierher fliehen im Jahr 1058 5 Kardinäle. Kurz davor war wieder einmal ein stadtrömischer Adeliger zum Papst gewählt worden, Benedikt XI. Das wird von einigen Kardinälen, die sich als Reformer sehen, nicht akzeptiert und sie wählen in Siena Nikolaus II. Zum Gegenpapst. Nikolaus II. Wird gewählt, obwohl es Benedikt XI. Schon gibt. Benedikt XI. Ist in Rom gewählt von Klerus und Volk durch Akklamation und er ist in der Bischofskirche des Papstes installiert. Ein Bischof ist dann Bischof, wenn er Besitz ergreift von seiner Diözese. Also wäre nach dem Recht der Benedikt der richtige Papst. Jetzt haben aber in Siena, also außerhalb von Rom, einige Kardinäle den Nikolaus II. Gewählt. Der setzt sich jetzt militärisch durch. Benedikt stirbt, jetzt ist Nikolaus nach 2 Jahren der alleinige Papst. Und jetzt muss er seine Wahl im Nachhinein gültig machen, denn die ist ja ungültig. Denn bisher gilt, Klerus und Volk von Rom wählen und er muss sich in der Bischofskirche auf den Thron setzen. Das konnte er aber nicht. Also was macht er? Er macht seine ungültige Wahl im Nachhinein gültig, indem er sagt, nee, künftig wählen die Kardinäle. Und damit wird eigentlich durch die Gültigmachung einer ungültigen Wahl, indem man ein neues Wahlgremium schafft, werden die Kardinäle in einem, wie würde man mal sagen, unrechtmäßigen Akt zu den Papstwählern und bleiben es bis heute. Das Papstwahldekret von 1059 ist somit der wichtigste Einschnitt in der Geschichte der Papstwahlen. Seine Regeln halten in ihren Grundzügen bis heute. Das Kollegium der Kardinäle ist seit dem Jahr 1059 das einzig legitime Wahlorgan des Papstes. Doch damit sind längst nicht alle Probleme gelöst. Über den angemessenen Modus zur Wahl eines neuen Papstes wird bis heute diskutiert. Beinahe jeder Papst des 20. Jahrhunderts hat die Spielregeln in seiner Amtszeit verändert.
Als Papst Johannes Paul II. Nach 26 Amtsjahren im April 2005 stirbt, hinterlässt er als Vermächtnis auch eine neue Papstwahlordnung, die den Vorgang beschleunigen soll. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Josef Kardinal Ratzinger ist zum neuen Papst gewählt worden. Doch schon bald enthüllt das Tagebuch eines anonymen Kardinals einen Machtkampf im Konklave. Demnach hat sich Kardinal Ratzinger nur durchgesetzt, weil laut der Neuregelung seines Vorgängers Johannes Paul II. Nach 34 Wahlgängen bereits eine absolute Mehrheit, also knapp über 50%, für die Wahl des Papstes ausgereicht hätte. Auf eine derartige Polarisierung wollten es die Kardinäle nicht ankommen lassen. Weil wahrscheinlich sehr schnell klar wurde, wenn es darauf rausliefe, würde es, egal für wen auch immer gewählt würde, würde es ungeheuer schwierig. Deshalb hat Ratzinger ja als Papst die Zweidrittelmehrheit so halblebig wieder eingeführt, aber nicht richtig. Das heißt, jetzt sind nach diesen Wahlgängen, also am 11. Tag, nach 34 Wahlgängen, kommen die beiden Bestplatzierten in die Stichwahl. Und jetzt muss aber einer von denen zwei Drittel kriegen. Und das ist nicht logisch. Weil wenn die beiden sich gegenseitig bisher blockiert haben, warum soll dann in einer Stichwahl einer zwei Drittel kriegen? Das heißt, ich plädiere dafür, wieder zur Zweidrittelmehrheit absolut zurückzukehren, was Franziskus bisher auch nicht gemacht hat. Aber er hört nicht unbedingt auf Historiker und historische Weisheit. Das konsequent durchgezogene Prinzip der Zweidrittelmehrheit hatte immer wieder lange Sedisvakanzen zur Folge, wie unser Zeitreisender zu berichten weiß. Allein zwischen 1241 und 1316 bleibt der Papstthron ganze 12 Jahre lang unbesetzt. Und auch im Viterbo des Jahres 1268 dämmert es den Kardinälen, dass es diesmal länger dauern wird. Nach Vergleich der Stimmen gibt es keinen aus dem Kollegium, auf den der größere und bessere Teil der Stimmen entfällt. Papstwahlen haben nicht nur mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. In Wahrheit geht es oft um Macht, Strategie, politisches Kalkül und darum, die richtigen Netzwerke zu knüpfen. In bestimmten Situationen wurden politische Aspekte für einen Kardinal sicherlich wichtiger als theologische oder geistliche Interessen. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass es sich bei diesen Leuten grundsätzlich um Geistliche handelt. Und man sieht durchaus an einzelnen Kardinälen, an einzelnen Mitgliedern eben dieses Kollegiums, dass die in der Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271 den Papst gewissermaßen vertreten hat, sieht man, dass es dort Menschen gab, die sich wirklich Sorgen gemacht haben, die gebetet haben dafür, dass es einen neuen Papst geben soll. Dass daneben einzelne Vertreter dieses Kollegiums der Auffassung waren, ihr Amt eigentlich fast ausschließlich zu politischen oder rein weltlichen Interessen nutzen zu müssen, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und auf diesem anderen Blatt ist vom vielbeschworenen Wirken des Heiligen Geistes nicht viel zu spüren. Da herrscht schon eher ein Ungeist. Auf Kardinäle wird Druck ausgeübt, Drohungen werden ausgesprochen, Bestechungsgelder bezahlt, Gold, Pfründe und Ämter versprochen. Nach dem Glauben der katholischen Kirche wirkt der Heilige Geist in einer Veranstaltung wie dem Konklave ganz ohne Zweifel. Aber, und Kardinal Ratzinger hat das einmal sehr schön gesagt, man braucht sich das nicht so vorzustellen, dass der Heilige Geist den Kandidaten schon ausgesucht hat und die Kardinäle dann nur noch sozusagen abhaken müssen. Das ist eine vereinfachte Vorstellung. Und Kardinal Ratzinger sagt doch, das sind ja ganz evident sehr viele Kardinäle, Päpste geworden in der Kirchengeschichte, die der Heilige Geist sicherlich nicht ausgesucht hätte. Ich glaube, wenn wir in der Kirchengeschichte zurückschauen, ist ziemlich klar, dass es einfach auch schlechte Päpste gegeben hat, welche die raffgierig waren, machtgierig, besessen von Geld, besessen von ihren Ränken, besessen von Nepotismus, die versucht haben, nur ihre eigenen Leute, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Also Päpste, die die Welt nicht braucht.
Die Bürger von Viterbo beschweren sich völlig zu Recht, dass die Kardinäle lieber intrigieren und es sich in ihren luxuriösen Palästen gut gehen lassen, anstatt endlich einen neuen Papst zu wählen. Denn in Wahrheit haben die Kardinäle gar keine Lust. Sie bekommen nämlich ihren Anteil aus den Finanzen der Kurie. 4000 Unzen Gold jährlich sind das allein aus Sizilien. Und solange kein neuer Papst gewählt ist, können die Kardinäle über die Finanzen der Kurie frei verfügen. Kein Wunder also, dass sie keine Lust haben und keine Eile. Nur irgendwann haben die Menschen die Nase voll. Ende Mai 1270 sperren die Viterbesen die Kardinäle im Papstpalast ein. Bereits im Herbst zuvor waren die Kardinäle kurz von der Außenwelt isoliert worden. Doch nun eskaliert die Situation. Öffnet die Tür! Aufmachen! Podestà Montebolo, ich beschwöre euch, öffnet die Tür! Die Geduld der Viterbesen ist zu Ende, Eminenzen. Ihr werdet essen, was euch vorgesetzt wird. Ihr werdet trinken, was euch gereicht wird. Ihr werdet mit niemandem sprechen können. Ihr werdet in diesem Raum bleiben, bis ein neuer Pontifex gewählt ist. Und ihr werdet euer Knie beugen, so wie es euer Vorgänger beugen musste. Die Exkommunikation ist das Schwert der Kirche und es wird auf euch niederfahren. Euer Schwert ist stumpf, Kardinal. Unseres dagegen wird von Tag zu Tag schärfer. Ihr werdet sehen. Die Kardinäle tun jeden Tag so, als ob sie wählen würden, aber sie wählen eigentlich nicht. Und deshalb zieht sich das Ganze hin und zieht sich das Ganze hin und zieht sich das Ganze hin. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie kann man die Kardinäle dazu bringen, dass sie zu einem Wahlakt kommen? Und das ist ja diese schöne Geschichte von Viterbo. Die Kardinäle werden immer stärker eingeschlossen. Also erstmals werden sie aus ihren Palästen in den Papstpalast gelockt. Dann haben wir sie schon mal da drin. Dann schließen wir den Papstpalast ab. Nützt aber nichts, die haben ja immer noch gut zu essen und gut zu trinken. Tedaldo Visconti, dem späteren Papst Gregor X., blieb das alles erspart. Er war ja auf Kreuzzug. Aber sein heutiges alter Ego kann sich die Schikanen von damals lebhaft vorstellen. Nach und nach drehen die Viterbesen die Daumenschrauben an. Der Weg zur Toilette ist versperrt, das Essen wird laufend reduziert und schließlich das Dach abgedeckt. Die wunderbare italienische Sonne, die so im Sommer richtig runtersticht, die lässt man jetzt mal auf das Hirn der Kardinäle scheinen. Oder anders, jetzt hat der Heilige Geist plötzlich die Chance, direkt Einfluss zu nehmen. Über 2 Wochen dauert die Einschließung bereits an. Mehrere Kardinäle erkranken schwer. Diese Scheusale werden ihre verdiente Strafe empfangen. Scheusale existieren, weil sie Gottes Plan sind. Und offenbar ist es sein Plan, uns zu einer Wahl zu zwingen. Denkt an die Felder Pannoniens, Kardinal Wanscher. Bald werdet ihr sie wiedersehen. Für Gott werden wir sterben. Was ist mit ihm? Es geht wohl zu Ende. Verfluchte Viterbesen. Sollen sie unser stumpfes Schwert zu spüren bekommen? Exkommunikation und Interdikt. Exkommunikation und Interdikt sind sehr weitreichende Strafen im Mittelalter. Exkommunikation bedeutet, dass man aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wird, weil andere mit einem selbst dann eigentlich keinen Kontakt mehr haben dürfen, bedeutet das gleichzeitig auch eine totale soziale Isolation. Interdikt wiederum ist das Verbot, in einer Stadt einen Gottesdienst abzuhalten. Das heißt, sämtliche Kirchen werden geschlossen, es können noch keine Sakramente mehr gespendet werden. Im Grunde genommen kommt also das geistliche Leben der Gläubigen völlig zum Erliegen. Und genau das macht den Menschen des Mittelalters große Angst. Und genau darin liegt die Schärfe, die Spitze der Strafe. Das letzte Jahr der langen Sedisvakanz. Im September 1271 waren alle endgültig am Ende. Da eine Zweidrittelmehrheit nicht zu erreichen war, hat man sich dazu entschieden, eine sogenannte Kompromisswahl abzuhalten. Das war damals durchaus üblich.
Man hat 6 Kardinäle bestimmt, die stellvertretend für die anderen den neuen Papst wählen sollten. Einstimmig. Und hinter verschlossenen Türen. Was Einschließung und Nahrungsmittelentzug nicht zu Wege gebracht haben, gelingt nun binnen weniger Stunden. Die Kardinäle finden einen Kompromiss und einigen sich auf einen Kandidaten. Habemus Papam. Am 1. September 1271 geht damit die längste Sedisvakanz der Geschichte zu Ende. Die Kompromissare wählen Tedaldo Visconti, den Archidiakon von Lüttich. Sie wählen mich. Ich bin gerade auf Kreuzzug und nenne mich von nun an Papst Gregor der Zehnte. Gregor der Zehnte ist jemand, der aus diesem endlos dauernden Wahlvorgang lernt. Also der im Grunde sagt, okay, jetzt haben die Einwohner von Viterbo die Typen eingeschlossen, damit es endlich mal vorangeht. Lass uns das doch zum Prinzip machen. Aber er macht gleichzeitig was anderes. Er sagt, in der Zeit, in der die im Konklave sind, kriegen sie nicht nur nicht die Einkünfte des Papstes, sondern auch nicht ihre eigenen. Also die Diözesen und Abteien und anderen Dinge, die sie haben, kriegen sie in der Zeit nicht, um sie zu motivieren, etwas zügiger zu wählen. Das heißt, da lernt jemand aus dieser Situation und erfindet eigentlich das, was bis heute bei der Papstwahl sich bewährt hat, nämlich das Konklave. Aus den Verstrickungen der Politik hat das die Papstwahl jedoch immer noch nicht befreit. Der nächste Versuch folgt im 17. Jahrhundert, 5 Päpste meines Namens nach mir. Papst Gregor der 15. will den Einfluss der Familien und Seilschaften endgültig beenden. Denn jeder Kardinal soll die gleichen Chancen haben. Daher setzt er die geheime Wahl durch und bestimmt die Sixtinische Kapelle zum Ort der Papstwahl. In dem Moment, wo es jetzt diese Sixtinische Kapelle gibt und die mit dem jüngsten Gericht Michelangelos ausgemalt ist, ist natürlich für den Reformer Gregor, der ja will, dass es jetzt kein Geschachere mehr gibt, sondern dass jeder Einzelne in seiner Verantwortung vor Gott den wählt, den Gott als sein Richter ihm eingibt. In dem Moment ist natürlich das jüngste Gericht also eine bessere Szene für die Papstwahl. In der Hinsicht gibt es nicht. Und insofern hat er das schon gut gemacht. Also Katholiken können eins, sie können inszenieren. Mein Name wird jetzt aufgerufen. Ich habe den ich wähle, auf den Zettel geschrieben und den gefaltet. Gehe Schritt für Schritt auf das jüngste Gericht Michelangelos zu, wo auf dem Altar der Kelch, also die Urne, steht. Ich rufe dann. Ich gelobe, dass ich den wähle, den Gott mir eingibt und nicht den, der mir den meisten Vorteil bringt. Und jetzt geht man immer näher ans jüngste Gericht hin und sieht, wie die da runterfallen. Also da wird schon versucht, mit einem religiösen Bild, mit einem religiösen Druck auch zu sagen, jetzt bitte macht euch klar, dass ihr den wählt, den Gott will. Doch das bleibt graue Theorie. Oder sagen wir vielleicht ein hehres Ideal, wie die weitere Geschichte des Konklaves zeigt. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien ist das Gedächtnis der Habsburger Monarchie. Es bewahrt auch Dokumente auf, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Darunter die verbotenen Botschaften aus dem Konklave im Jahr 1730. Damals hält der Kardinal von Breslau seinen Vater über die Vorgänge im Konklave auf dem Laufenden. Er ist zu dieser Zeit der Kanzler und mächtigste Berater von Kaiser Karl VI. Die Briefe werden aus der Sixtinischen Kapelle an den Kaiserhof in Wien geschmuggelt. Dort will man unter allen Umständen einen allzu frankreichfreundlichen Papst verhindern. Ja, hier sind die Abstimmungslisten im Konklave. Kardinal Sinzendorf schickt Listen mit Abstimmungsergebnissen und schildert seine Eindrücke vom Konklave.
auf Französisch. Ah, und da ist der Brief, den Kardinal Sinzendorf an seinen Vater, den Obersthofkanzler bei Kaiser Karl VI. Geschrieben hat. Und da schreibt er eben: Die Verbissenheit, die Wut und der Hass, die in diesem Konklave herrschen, übersteigen alle Vorstellungen. Es scheint, als ob die Hostienschlucker in diesem Klima der Leidenschaft noch erstarken würden. Kardinal Sinzendorf war der Kronkardinal des österreichischen Kaisers. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts verfügen die großen katholischen Reiche wie Italien, Frankreich und Österreich über diese neue Waffe, um trotz geheimer Wahl ihren Einfluss auszuspielen. Die Exklusive, ein Vetorecht gegen einen missliebigen Kandidaten. Dazu haben die Fürsten jeweils ihren sogenannten Kronkardinal im Konklave, der genaue Instruktionen hat, wen ihr Herrscher als Papst unbedingt verhindern will. Wenn sich ein Kandidat auf eine Zweidrittelmehrheit zubewegt und der österreichische Kaiser sagt, der ist mir zu frankreichfreundlich, dann kann er das Veto ziehen. Einmal aber nur, dann ist dieser Kandidat ausgeschlossen. 1903 wird die Exklusive zum letzten Mal eingesetzt. Vom österreichischen Kaiser Franz Josef, der damit einen für ihn unbequemen Kardinal verhindert. Und Pius X. Zum Papst wählen lässt, der rund 50 Jahre später heilig gesprochen wird. Und in der Tat wurde schnell bekannt nach der Wahl, dass der eigentliche Spitzenkandidat dieser Wahl, Kardinal Rampolla, nicht zum Zuge kam, weil Kaiser Franz Josef von Österreich über den Fürsterzbischof von Krakau ein Veto hat einlegen lassen im Konklave. Man hat das als eine maßlose Einmischung weltlicher Mächte ins Konklave gesehen und der neue Papst hat dann auch sehr schnell ein Statut erlassen, der es bei Exkommunikation verboten hat, dass man solche Sonderwünsche von politischen Mächten im Konklave einbringt. Im Lauf der Jahrhunderte ist das Konklave von einer Beugehaft für renitente Kardinäle immer mehr zu einem spirituellen und gleichzeitig öffentlichen Ereignis geworden, ganz besonders im 20. Jahrhundert. Die Inszenierung der Intronisation des neuen Papstes hat sich dabei immer mehr vom Lateran in den Vatikan und damit an die Öffentlichkeit verlagert. Der Papst präsentiert sich so als Oberhaupt einer Weltkirche. Und die muss auch auf die Zeichen der Zeit reagieren. Juni 1963. Paul VI. Ist der letzte Papst, der nach alter Dramaturgie in sein Amt gelangt. Aber die Ära absoluter Herrscher in Europa ist vorbei. Und so verzichtet auch der Papst auf seine Krone. Wie meine Tiara vor 750 Jahren ausgesehen hat? So sicher nicht. Hier handelt es sich quasi um die Dekonstruktion einer Tiara. Man könnte von einem Designermodell sprechen, würde es sich nicht um ein Auslaufmodell handeln. Denn Papst Paul VI., der 1963 ernannt wurde, hat nur ein Jahr später vor laufenden Kameras die Papstkrone ein für alle Mal abgelegt. Zu Beginn jeder Papstwahl schwören die Kardinäle, die Geheimhaltung zu wahren über alles, was in irgendeiner Weise die Wahl des Papstes betrifft. Tego cardinalis, angelus cardinalis scola, spondeo voveo acciuro. Verrat am Geheimnis des Konklaves wird mit Exkommunikation bestraft. In mehrfacher Hinsicht schätze ich diese Geheimhaltungspflicht für sehr hoch ein. Weil es einerseits natürlich nochmal theologisch die einzige Möglichkeit ist zu sagen, hier passiert nun einmal etwas zwischen dem Wähler und seinem Gott. Und es geht niemand was an. Das Zweite ist aber auch, natürlich wird hinter den Mauern des Konklave richtig gestritten. Und natürlich wird über den Weg der Kirche sich auseinandergesetzt. Aber am Ende wird da oben auf der Loggia jemand präsentiert. Habemus Papam.
Und nach außen muss ganz klar sein, das ist derjenige, den der Heilige Geist durch die Kardinäle gewählt hat. Die Geschichte des Konklaves zeigt, man hat aus dem, was passiert ist, gelernt. Heute verlangen neue Fragen nach neuen Antworten. Was ist zu tun, wenn ein Papst zurücktritt, wie zuletzt Benedikt der 16.? Was, wenn es zwei Päpste gibt? Was geschieht, wenn ein Papst ins Koma fällt? Gibt es so etwas wie eine päpstliche Patientenverfügung? Wie kann man Laien an der Papstwahl beteiligen, beziehungsweise Frauen? Änderungen wird es also auch weiterhin geben müssen. Das Geheimnis des Konklaves aber wird bestehen bleiben und auch in Zukunft seine Faszination auf die Christen ausüben. Annuntio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Es ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn das Geheimnis um den neuen Papst gelüftet wird. Für einen Augenblick hält die katholische Welt den Atem an und fühlt sich als Teil eines ewigen Rituals. Wer wird das Oberhaupt von über einer Milliarde Gläubigen? Der Stellvertreter Christi auf Erden. Als Kardinal Bergoglio zum Papst gewählt wurde, den hatte nun wirklich gar keiner auf dem Schirm, im Gegensatz zu Ratzinger, der ja als papabile galt. Und sofort ist uns aber allen eingefallen, wir hatten doch nach dem Konklave von 2005 auch gehört von verschiedener Seite, dass dieser Kardinal von Buenos Aires ein Kandidat neben Ratzinger gewesen sein soll. Und trotzdem hat ihn keiner auf dem Schirm und wir tappten alle ein wenig im Dunkeln. Wir hatten dann, glaube ich, insgesamt in diesen fast 7 Jahren ein Interview mit Kardinal Bergoglio geführt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das ziemlich langweilig gefunden habe. Und ich habe mich gefragt nach dem Movens, nach dem Beweggrund der Kardinäle. Und das kam ja dann auch immer raus, dass diese Bewerbungsrede unter Anführungszeichen, also diese kurze, sehr prägnante Rede, die Bergoglio vor den versammelten Kardinälen vor dem Konklave von 2013 gehalten hat, dass die offenbar so überzeugt hat, das ist der Mann, den wir brauchen, dass sie ihn tatsächlich dann im 5. Wahlgang gewählt haben. Fratelli e sorelle, buonasera.